Hallo, hallo, hallo. Hier ist ein neuer Sportvlog. Ich fahre heute Fahrrad und wo ich heute rumgurke, das erzähle ich nach dem Intro. Piu, piu. Heute bin ich unterwegs wieder im Taunus und habe mir vorgenommen, heute ca. 2 Stündchen durch den Taunus zu fahren, bergauf, bergab. Bin in Niedernhausen losgefahren und mache mich jetzt nach Niederjosbach und fahre hier über die Felder erst einmal. Bin jetzt eben ein paar Kilometer an der Straße lang, aber jetzt ist das erste Stückchen, dass ich im Wald verbringe und das gibt dann wieder die Gelegenheit, was zu sagen. Ja, 2 Stunden will ich heute fahren. Wenn ich heute 2 Stunden gefahren bin, ist alles super. Ich habe auch ein bisschen was zu futtern dabei und nochmal was zu trinken. Und falls das Wetter nicht so halten sollte, auch nochmal ein Jäckchen. Das ist hinten drin. Hier ist mein Rucksacki. Ja, deswegen habe ich das Ding dabei. Aber es sieht noch alles gut aus und ich mache jetzt mal meine Tour. 2 Stunden. Tju. Ich bin jetzt schon gut 45 Minuten unterwegs. Wetter hält zum Glück. Alles geil. Fahre ein bisschen durch den Wald. Und es ist eigentlich ganz angenehm. Zum Glück ist es nicht so kühl. Ist auch nicht so richtig warm, was auch gut ist. Aber es ist zum Glück auch nicht regnerig. Das habe ich gehofft heute. Aber jetzt muss ich noch über 1 Stunde durchhalten. Und im Taunus ist es ja hier. Den da. Nicht so einfach. Man fährt nicht einfach mal gerade irgendwo am Fluss entlang, sondern geht auf und ab und auf und ab. Das Ab ist dann ganz angenehm. Aber das Auf, so wie jetzt, ist dann wieder anstrengend. Aber so soll es sein. Das ist Sport. Ne? Ja, jetzt bin ich so 1:15 unterwegs, sozusagen schon irgendwie auf dem Rückweg. Ich mache so eine Runde durch den Taunus. Deswegen ist es jetzt die zweite Hälfte. Und ich fahre so ein bisschen bergauf. Ist nicht so schlimm, deswegen kann ich gerade ganz gut die Kamera auch in der anderen Hand halten. Ne? Ist klar. 1:15, alles cool. Die letzten 45 Minuten kriege ich hin und dann bin ich bald da. Mal eine andere Perspektive hier zeigen. Das ist wirklich Strampel. So, ich habe jetzt ungefähr noch 1/4 Stunde vor mir und bin jetzt gerade schon so ein bisschen geschlaucht, ein bisschen wenigstens, nicht so dolle. Und die letzte 1/4 Stunde kriege ich auch noch hin. Ich hoffe, mein Arsch tut nicht so weh. Es fängt so langsam an. Jetzt bin ich gleich da, nur einen 1/2 Kilometer vor mir. Und den 1/2 Kilometer, der ist fast nur bergab oder gerade, also ganz easy peasy. Bedeutet, ich habe meinen Sportblock hinter mich gebracht, beziehungsweise meinen Sport hinter mich gebracht. Könnt ihr auch alle machen. Jeder kann Sport machen. Runter von der Couch. Macht Sport. Ich sag Cheerio, Miss Sophie. Bis zum nächsten Sportvlog. Mal gucken, was ich dann mache.